Welt! Minispielland Giddings warten im Spieleland! Im Partyland haben Freunde zusammen Spaß! Gewinn Münzen im Minispielland! In diesem Spiel steckt so viel Spaß! Los, schau mal, was in der Partywelt abgeht! Willkommen zu Mario Party Advance. Erstmal wieder sorry dafür, dass ich so lange inaktiv war. Ich habe im letzten Video noch darüber Spaß gemacht, dass ich nochmal krank werde und ratet mal, was passiert ist. Ich bin nochmal krank geworden. Und ich dachte, diese lange Pause, oder diese langen Pausen, weil ich jetzt dreimal hintereinander krank war. Ja, mache ich ein bisschen wieder wett, indem ich hier was Neues anfange, denn das hat mir auch schon länger nicht mehr. Mario Party Advance. Wenn ich jetzt fragte, Mario Party, soll das nicht irgendwie dann Together sein oder sowas? Ja, Mario Party Advance ist da etwas anders. Also das ist eigentlich wirklich ein Einzelspielerspiel. Und ihr werdet schon sehen, wie und warum und alles. Egal, fangen wir einmal an. Hey, hallo du! Bist du bereit für eine Party? Vorher erstellen wir deinen Pass. Gib bei den Fragen gut Acht, okay? Sammle später die Pässe deiner Freunde. Was du gar nicht machen kannst, weil du auf der Virtual Console spielst. Aber erst müssen wir dein erstellen. Das musst du trotzdem machen. Verrate mir als erstes deinen Namen. Okay, das ist einfach. Das sollte ich noch hinkriegen. So. In welchem Monat wurdest du geboren? Ja, wir wollen es mal hin. Juli. Gesicht. Da habe ich mir jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht vorher. Ja, die sehen alle irgendwie peinlich aus. Also nee, so sehe ich auf keinen Fall aus, aber ich gehe einfach mal alle Optionen durch und gucke mir an, wie das aussieht. Ja. Meine Güte, das sieht ja alles furchtbar aus. Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus? Ach du heilige Scheiße, was geht denn hier ab? Was geht denn hier ab? Meine Güte, ich kann mich auch voll zum Anime-Freak machen, aber meine richtige Frisur kriege ich nicht so wirklich hin. Das ist nämlich... Es ist irgendwie peinlich, wie akkurat das hier eigentlich ist. Aber ja, mir fallen die Haare vom Kopf. Bald habe ich eine Glatze und das meine ich ernst, bald rasiere ich mir eine Glatze. Augenbrauen, Ach komm, da kann ich Standard bleiben. Da eigentlich auch. Meine Güte. Das sieht auch alles furchtbar aus, aber das sieht noch am normalsten aus. Das sieht am normalsten aus. Das geht am ehesten klar. Findest du es gut? Das ist die andere Frage. Das ist nochmal eine andere Frage, ob ich das gut finde, dass ich so aussehe. Aber ich meine, so ganz sehe ich so auch nicht aus. Aber das ist das Nächste, was man machen kann. Was ist dein Hobby, Niklas? Ja, da gibt's ja jetzt eigentlich nur eine Antwort. Ja, selbst wenn ich mal nicht Let's Player, ich spiele trotzdem viel. Schreib, was du möchtest. Es kann alles Mögliche sein. Sei kreativ. Peach!
größter Wunsch. Mein größter Wunsch. Ach, jetzt wird's persönlich, Leute, jetzt wird's persönlich. Will ich ehrlich sein oder will ich einfach nur 0815 Antwort geben? Ach komm. Lern ich mich auch mal ein bisschen besser kennen. Wenn ich jetzt nicht wüsste, was ich hier eingeben soll. Mein größter Wunsch ist. Ach komm, ich bin jetzt mal ehrlich und unehrlich zugleich. Mein größter Wunsch ist, dass ich meinen Traumjob kriege. Ich weiß, was mein Traumjob ist, aber da müssen wir jetzt nicht genau drauf eingehen, ne? Oh nee, die Frage ich ja ganz vergessen. Ist Geheimnis. Also ein Geheimnis muss ja geheim sein, sonst ist ja kein Geheimnis. Also muss ich euch jetzt was sagen, was ich euch noch nie gesagt habe. Ein Geheimnis. Das kommt davon, wenn man zu ehrlich ist. Man weiß nicht mehr, was überhaupt ein Geheimnis ist. Ich habe eigentlich fast gar keine Geheimnisse. Jedenfalls nicht, wenn ihr mir auf Twitter folgt. Da bin ich. Ich twitter zwar sehr selten, aber ich retweete verdammt viel. Und daran könnt ihr eigentlich sehen, was ich für eine Person bin. Aber. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Ja, in letzter Zeit, während ich krank war, ging mir eigentlich nur eine Sache durch den Kopf und das war Troye Sivan, also gebe ich dir den jetzt auch mal ein. Denn man könnte schon sagen, der ist so eine Art von Celebrity Crush von mir, also. Auch wenn ich da sehr offen drüber bin auf Twitter, aber auf Twitter habe ich keine Geheimnisse. Kann ich auch irgendwie ein Herz machen? Nö, kann ich nicht. Also mache ich das einfach auf die Oldschool-Weise. Troye Sivan, Herz. Ich meine, dein Geheimnis ist auch gut für mich. Wir sind fertig, gut gemacht. Danke fürs Warten. Auf geht's, Spieler und Giddings warten. Los geht's. Willkommen in der Partywelt. Viel Spaß mit Giddings und Minispielen. Also gut, dann los. Body! Ja, auf geht's. Denk nicht mal dran, ohne mich zu feiern. Niemand hat ohne uns Spaß, niemand. Spür meine Macht. Schnelles Bowser-Bolzen und los. Bye bye, Minispiel und Giddings. Bowser hat sie über Pilziki verstreut. Und ich werde mich auch deine aufmachen. Warte, Meister. Dieser Wurm wird nicht nach Pilz... wird's nicht nach Pilz City wagen. Und schau mir nicht weg. Oje, die Lage ist ernst. Ohne Spiele und Giddings kein Spaß. Begib dich nach Pilz City und versuch, alles wieder einzusammeln. Es werden dich alle nach Kräften unterstützen. Viel Glück! Ja, und hier haben wir den Modus. Und zwar haben wir Pilz City, ist quasi der Einzelspielermodus. Spieleland ist der Einzelspielermodus. Partyland ist der Einzelspielermodus. Minispieland ist der Einzelspielermodus. Fangen wir einfach mal mit Pilz City an. Und hier haben wir Purzel aus Mario Party 3. Mein Lieblings-Mario Party. Nebenbei. Willkommen in Pilz City. Ich bin Purzel, der Gastgeber. Als welche Person möchtest du spielen? Jede Person startet von einem anderen Ort aus.
Also hier kann man nicht einfach nach Geschmack gehen. Außerdem gibt es nur 4 Charaktere und das ist ein bisschen lame, aber naja, für dieses Spiel ist es in Ordnung. Also ja, wir werden als alle Charaktere spielen, denn wir müssen als alle Charaktere spielen. Deswegen fangen wir einfach mal mit Mario an, dann haben wir einen klassischen Start. Möchtest du wirklich Mario sein? Mario, willkommen in Pilz City. Kennst du das Ziel dieses Abenteuers? Ach, kenne ich. Ich erkläre es euch dann. Dann kann's losgehen. Los, Mario! Ich erkläre die Regeln. Würfelform ziehen. Solange du Pilze hast, kannst du auch ziehen. Es gibt 4 verschiedene Felder auf dem Plan. Gelbe Felder sind neutrale Felder. Würfel auf grünen Würfelfeldern erneut. Auf Rot-Minusfeldern geht ein Zug verloren. Spiele Pilze auf Minispielfeldern. Gewinn Minispiele und Giddings beim Spielen. Sprich mit allen und erledige die Aufgaben. Bitte bring die Partywelt wieder in Ordnung. Goomba ist netter, als er aussieht. Ich bin sicher, er kann dir viel erzählen. Stopp den Würfel, ich drücke des A-Knopfes. Eine 10, wuhu. Zieh mittels des Steuerkreuz dementsprechend. Dein erstes Ziel, Goomba-Haus. Also ihr seht, das hier ist wirklich Einzelspieler. Und wir haben hier quasi eine Weltkarte, wo wir lang können. Und die ist verhältnismäßig eigentlich ziemlich gigantisch. Und wir haben hier keine Gegner, die hier irgendwie rumlaufen oder sowas. Und es gibt auch keine Sterne zum Sammeln. Anstattdessen gibt es eigentlich ganz viele Stationen, an denen wir anhalten können. Und ja, die Würfel sind eigentlich nur da, um von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ja, gehen wir dann erstmal zum Goomba-Haus. Hallöchen, ich bin Goomba. Alle diese Sachen fielen vom Himmel. Jeder hat ein Minispiel oder ein Gidding. Hilfst du den Einwohnern? Geben sie dir Minispiele und Giddings. Würdest du mir helfen? Auf geht's! Meine Aufgabe ist einfach, nur ein Einkauf. Besorg mir eine Fahrkarte am Bahnhof. Erledigst du das für mich? Das mache ich. Super, danke. Pass auf, der Bahnhof liegt links von dir. Du musst mir nur eine Fahrkarte besorgen. Nimmst du eine Aufgabe für jemanden an, erscheint das Aufgaben-Icon. Noch eine 10, die werden alle hier verschwendet, meine Güte. Dann fahr hierher, Bahnhof. Oh, hallo. Mein Name ist Shy Guy. Ich bin der Stationsvorsteher. Oh, Goomba hat dich einkaufen geschickt. Was hat er dir denn aufgetragen? Fahrkarte kaufen? Habe ich vergessen. Hä? Warum sollte man sagen, habe ich vergessen, wenn es hier nur diese eine Option gibt? Gut, eine Fahrkarte für einen Goomba. Du hast eine Fahrkarte erhalten. Oh, meine Fahrkarte. Als Belohnung gebe ich dir ein Gidding. Unser erstes Gidding, yay. Eiertanz. So sammelst du Minispiele und Giddings. Und jetzt holst du die alle, nicht wahr? Ich kann dir leider nicht dabei helfen. Viel Glück, wir sehen uns. Das war jetzt nur eine sehr simple Mission, aber das zeigt uns schon mal so, was wir machen müssen. Bei Bowser passiert was. Ah, ich wusste, du tauchst auf, Mario. Hast eine Aufgabe geschafft, was? Aber es ist noch ein weiter Weg. Ich habe hier noch 10 Giddings. Tu, was ich will, dann erhältst du sie. Gib jetzt besser auf. Niemals. Du nimmst den Mund ganz schön voll. Ich habe hier noch 10 Giddings. Erledige Aufgaben, um sie zu halten. Erledige noch 2 weitere Aufgaben, dann bekommst du vielleicht eins. Bis später, Schwachkopf. Toll, du hast dein erstes Giddings erhalten. Gut gemacht. Du musst ein heller Kopf sein. Ich bringe dein Gidding ins Spieleland. Sammle alle Minispiele und Giddings, bitte. Bitte bring Partywelt wieder in Ordnung. Zeit für eine Pilzbonusrunde. Jetzt kannst du ein paar Pilze abgreifen. Du hältst 3 Pilze, wenn du gewinnst. Verlierst du, erhältst du nichts. Was wird wohl gespielt? Ja, jetzt gibt es ein Minispiel, aber wir können halt Pilze gewinnen. Und die Pilze brauchen wir, um zu ziehen. Wenn wir keine Pilze mehr haben, dann ist quasi Game Over.
erreicht die Vorgabe, bevor die Zeit abläuft. Laufen, fangen, rennen. Schleich dich an und schnapp die Hasen, bevor sie davon hoppen. Hoppeln. Immer schöne Mario Party 4 Musik, auch Mario Party, die ich sehr gerne mag. So. Schon 5 Hasen? Wow, es ging aber schnell. Ach nee, noch 5 Hasen. Ich dachte schon. Es war noch erst 2. Ja, kommt her. So, noch 1. 20 Sekunden, das sollte machbar sein. Los, komm her. Ah, dann du. So. Easy. Also ja, das Spiel ist nicht wirklich schwer, aber es ist unterhaltsam. Magi Koopa in der ersten Etage ist Musiker und berühmt, aber er braucht deine Hilfe. Jetzt können wir uns eigentlich aussuchen, wo wir hingehen. Es sind immer nur so Vorschläge, aber keine Richtlinien. Also gehen wir mal zurück zum Bahnhof, gucken mal, was es hier gibt. Oh, hallo, mein Name ist Shy Guy. Ich bin hier der Stationsvorsteher. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Was kann ich tun? Lokblockade. Oh, danke, meinen aufrichtigen Dank. Mein Zug steht seit gestern still. Uns ist die Kohle für den Zug ausgegangen. Würdest du wohl etwas Kohle für mich holen? Oh, danke, das ist aber sehr nett. Hier läuft nichts ohne meinen Zug. In der Stadt findest du sicher günstig Kohle. Bitte versuche, das Kohle aufzutreiben. Ich schätze, im Itemladen gibt es keine. Bitte hilf mir, ich belohne dich auch. So, da können wir jetzt mal auf die Karte gucken und schauen, wo es was gibt. Automaten, ja. Halten wir mal hier an. Automaten, seltsam, hier gibt es nur Kohle. Möchtest du welche kaufen? Kohleautomaten! Ist schon ein bisschen random, ne? Oder gibt es sowas wirklich in Japan? Kohleautomaten? Ich meine, es gibt ja sehr viele Automaten, aber... Kohleautomaten? Braucht man sowas? Buhu-Ball. Hechten. Wirf Buhu den Ball. Parier den Wurf. Achte auf den Schatten des Balls. Auch jetzt nicht gerade mega schwer. Dann gehen wir zurück zum Bahnhof. So, jetzt kann man nochmal würfeln. Ah, du hast mir wirklich Kohle gekauft? Danke, du bist mir eine große Hilfe, wirklich. Jetzt kann ich den Zug wieder befeuern. Ich belohne dich mit einem Gidding. Kuchendeko. Dank dir, das vergesse ich dir niemals. Danke, ich stehe in deiner Schuld. Und eine weitere Aufgabe gelöst. Es geht ganz schnell. Bamba liebt Blumen. Warum besuchst du nicht ihre Lieblingsblume? Ja, warum machen wir es nicht? Ich würde sagen, wir machen es im nächsten Part, ja. Denn die Zeit ist schon um. Aber es war ja auch erst der Anfang. Das wird noch lustig, glaubt mir. Also ja, wir sehen uns. Ciao.